Wie entfernst du negative Gedanken? Identifiziere keinen Gedanken als negativen Gedanken, da es sich nur um einen Gedanken handelt. Wer hat dir gesagt, dass jener negativ ist? Es ist nur ein Gedanke, du bildest es dir ein, vielleicht gefällt es dir. Was ist das Problem? Wenn du verstehst, dass dies nur ein Gedanke ist, hat er keine Macht. Wenn du denkst, dass es eine Realität ist, dann zerstört es dich. Es ist nur ein Gedanke, nicht wahr? Stimmt es, dass du den Gedanken erfunden hast? Nicht? Ah, du hast Zweifel daran, weil du nicht denkst. Du hast einen geistigen Durchfall. Ja, es passiert einfach. Denken bedeutet, das Wort Denken bedeutet, du übst dein Denken bewusst aus, nicht wahr? Ja. Denken bedeutet, du tust etwas bewusst. Im Moment ist dies im Zustand des mentalen Durchfalls. Es gießt die ganze Zeit. Nun, was ist daran negativ, was ist positiv daran? Was negativ ist, es geschieht unbewusst. Das ist, was negativ ist, nicht der Inhalt. Du hast an einen Teufel gedacht, das ist negativ. Du hast über einen Gott nachgedacht, das ist positiv. So etwas gibt es nicht. Das Negativste, was gerade passiert ist, es geschieht unbewusst. Das ist das Negative daran. Und darüber hinaus haben sich viele Menschen selbst zerstört beim Versuch, jene Gedanken zu stoppen, die sie für negativ halten. Und sie versuchen auf so viele verschiedene Arten gegen sie zu kämpfen. Du erschaffst diese Dinge und bekämpfst sie dann. Es ist dein Gedanke. Du musst in der Lage sein, ihn zu werfen und zurückzurollen, wann immer du möchtest, nicht wahr? Du musst in der Lage sein, ihn auszurollen und nach Belieben wieder einzurollen. Aber jetzt sind deine eigenen Geister so groß geworden, dass du sie bekämpfen willst. Wenn du gewinnst, bist du wirklich verloren. Denn wenn etwas nicht stimmt und du kämpfst und es gewinnst, dann hast du deinen Verstand verloren, nicht wahr? Es gibt also keine negativen und positiven Gedanken. Entweder ist es ein bewusster Gedanke oder ein Durchfall. Also, wie kann ich das aufhalten? Angenommen, du hast Durchfall, körperlichen Durchfall. Das Erste, was zu tun ist, jede andere Behandlung ist die nächste, das Erste, was zu tun ist aufhören, schlechtes Essen zu essen, nicht wahr? Etwas verursachte Durchfall. Das Erste ist, hör auf, schlechtes Essen zu essen. Was auch immer das verursacht hat, hör auf damit. Dies ist das Erste, was du tun musst. Im Moment ist das schlechte Essen genau das. Du hast dich mit etwas identifiziert, was du nicht bist. Jetzt kannst du deinen Gedankenprozess nicht stoppen. Tu, was du willst. Du machst jedes Mantra, das du willst. Denke an einen beliebigen Gott. Tu, was auch immer du willst. In dem Moment, in dem du dich mit etwas identifizierst, das du nicht bist, kannst du deinen Verstand nicht aufhalten.